Ich bin Manuel Lecker, ich bin 28 Jahre alt, ich wohne auf dem schönen Ritten und beruflich habe ich eine kleine Baufirma, wo ich hauptberuflich tätig bin. Los geht meine Arbeit um 6 Uhr in der Früh, dann starten wir gemeinsam, ich und mein Tata, der gleichzeitig mein Chef ist. Mir gefällt die Arbeit gut, ganz gut. Ich mache Instandhaltungsarbeiten, Reparaturen, ganz normale Mauerarbeiten, alles, was auf dem Bau so anfällt. Ich bin ganz viel in der frischen Luft und in Freien. Logisch ist ein bisschen Staub und Dreck dabei, aber ich bin nicht gerade scheu bei solchen Sachen. Das einzige Negative an der Arbeit ist die Freizeitgestaltung, weil ich ziemlich hart tue, weil ich bin ein Naturmensch. Ich bin ziemlich gern in der Natur und viel in der Natur, dann komme ich wenig aus, weil wenn ich jetzt die ganze Woche arbeite, von früh bis spät, und dann am Wochenende mal gar nicht regnet, dann fällt das komplett weg. Dann muss ich wieder eine Woche warten. Und das fällt mir überhaupt nicht ein. Gut, okay, Dankeschön. Meine größte Leidenschaft und meine größte Passion ist sicherlich das Bergsteigen. Wir leben da im Paradies, kann man sagen, und ich habe eigentlich alles vor der Haustür, was ich gern tue, und das ist sicherlich der Berg. In jeder Spielweise, in jeder Form, wie man aufkommt, Hauptsache Adrenalin. Die Kälte und der Wind, das gehört auch dazu. Und die Freiheit, da ohne Regeln, kein Weg ist vorgegeben, keine Schilder, die was die aufhält, keine roten Ampeln. Das ist eine andere Welt und da fühle ich mich wohl. Das ist der Naturmensch in mir. Beim Klettern brauchst du logisch auch Training, überhaupt beim Bergsteigen. Und da habe ich mir einen Raum eingerichtet, speziell, dass ich dann meine Fähigkeiten ausbauen kann und die Kraft ein bisschen steigern. Weil sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht. Beim Abstieg nach dem Bergsteigen ist mir allem schon aufgefallen, wie schien die Natur ist, wie schien die Sachen sind, die Natur schafft. Und vor allem, wenn ich durch den Wald gehe, die Farben, die intensiven Farben und die Steine und besonders die Hölzer und wie die Zeit die schleift und sie verändert, das ist so was Schönes, das kann der Mensch nie ähnlich machen. Was die Natur schafft, aus einem ganz banalen, einfachen Stück Holz, was daraus entsteht, das ist sensationell. Und überhaupt, wenn ich daheim bin, fehlt mir ja das Ganze. Mir fehlt ja die Natur und das. Und ich habe das Bedürfnis, sowas mitzunehmen. Und so ist es nachher gekommen, dass ich noch Holzteile, Wurzeln, oft einmal auch Steiner mit hingenommen habe, um einfach das nicht loslassen zu müssen. Dass ich das einfach daheim habe und dass man es dann auch anschauen kann und umgreifen und fühlen und sehen, wie die Natur ist. Danach ist dann eigentlich sofort die Idee entstanden, wie kann ich das direkt in die Wohnung integrieren, wie kann ich direkt die Sachen ständig um mich haben. Und dann haben wir dann eigentlich zwangsläufig direkt schon erst was draus machen. Dann schauen wir mal zuerst tun. Wie viel will ich es verändern? Will ich es überhaupt verändern? Noch putz ist, noch schleif ist, je nachdem, wie es braucht. Oft einmal lasse ich es ziemlich rau, oft einmal hebe ich ein bisschen die Konturen aus, oft einmal mache ich es glatt und dann sieht man eigentlich gleich, was jetzt effektiv draus wird. Und dann habe ich meistens sofort die Idee, das zu kombinieren mit anderen Materialien, mit zum Beispiel Stein, Metall, Gloss, und da entstehen dann eigentlich ganz vielfältige unterschiedliche Dinge. Ich entscheide nicht, was brauche ich jetzt. Ich sehe sofort, das wird der Kürzenständer. Das ist eine perfekte Grundlage, um etwas Ähnliches zu machen, das man aufhängen kann. Zum Beispiel ein Herrgott als Kruzifix oder ein Glowstisch oder ein Weinständer. Eigentlich gibt mir das Holz schon vor, was ich mache. Das ist ganz spontan, bald ich es finde, dann nehme ich es gleich mit, wenn ich eine Idee habe. Was ich jetzt auch ein bisschen angefangen habe, was ich noch gerne ausbauen würde, ist die Fähigkeiten zu vereinen als Maurer und als Holzkünstler, sage ich jetzt mal. Man muss sich vorstellen, dass einer die Möglichkeiten unbegrenzt. Man tut zum Beispiel einen großen Stein, setzt man in den Boden ein, gießt ihn ein und macht eine Glasplatte drauf.
das ist was Sensationelles, das ist noch nie da gewesen. Oder man macht einen großen Lampenschirm, der von der Decke sich aufwindet, als Wurzel durch die Mauer in einen anderen Raum hineinscheint und beide Räume beleuchtet. Die Nachfrage bei den Natursachen, bei den wilden Sachen, die ist riesig. Also wie das sich jetzt entwickelt hat, das ist schon sensationell. Und dann habe ich sofort gemerkt, okay, da könnte mehr draus werden. Und dann bin ich mit Freude die Sache umgegangen und bin jetzt voll dahinter. Ich habe da eine kleine Showroom bei mir daheim, mehr professorisch eingerichtet, aber jetzt ist er schon ziemlich gewachsen und sind schon ziemlich viele Dinge da. Die Leute kommen gerne her und schauen sich Sachen an, nehmen Sachen mit. Ich mache bei einem kleinen Weihnachtsmarkt mit heuer und im Internet bin ich auch präsent, ganz viele Aufträge kommen vom Internet eigentlich. Also jetzt hat sich so entwickelt, dass ich sagen muss, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich eigentlich jetzt noch nicht sein wollte. Der Punkt war in 2 Jahren wahrscheinlich realistisch gewesen. Aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sagen muss, ich muss ziemlich viel Zeit aufbringen von meiner Freizeit und da viel die Nacht arbeiten, weil ich es einfach nicht mehr schaffe. Ein Hauptberuf und das, was ich als Nebenberuf eigentlich momentan ich betreibe, alles unterzubringen. In Zukunft, das war der große Traum, deswegen arbeite ich so hart darauf hin, dass ich mir die Freizeit selber einteilen kann. Dass ich sage, ich tue Samstag, Sonntag, wenn es regnet, tue ich arbeiten und dafür gehe ich Mittwoch, Donnerstag bei einem Traumwetter Skitour. Das wäre schon eigentlich das Ziel, was ich gerne erreichen würde.